ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben reich, mit Liebe füllst du mich, ich kann nur staunen, Herr. Und ich singe, denn du bist gut, und ich tanze, denn du bist gut, und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut. Gott ist gut. Amen. Lass es mal gemeinsam sagen. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Amen. Ich habe dazu auch einen Psalm, und zwar Psalm 145, Verse 1 bis 9. Heißt es: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Halleluja! Gott ist gut, er ist wirklich gut. Und das, was wir hier lesen, das haben wir gestern auch live erlebt und auch so praktiziert. Wir hatten Impact Augsburg und wir haben einfach Augsburg die mächtigen Taten verkündet und von dem herrlichen Glanz seiner Majestät gesprochen und von den Wundertaten Gottes erzählt. Wir haben am Mikrofon am Königsplatz Zeugnisse gegeben, haben das Evangelium mit Menschen geteilt, haben Tänze aufgeführt, und es waren
so viele Menschen, also ich habe selten bei solchen Straßeneinsätzen so viele Leute gesehen wie dieses Mal. Also es war richtig gut und so viele Leute haben zugehört, haben sich die ganze Streetshow angeschaut und haben die Zeugnisse gehört, haben das Evangelium gehört. Wir hatten auch persönliche Gespräche mit Menschen, konnten ja Menschen ermutigen, konnten von Teenies bis alten Menschen und Kindern sagen, dass Jesus sie liebt und dass sie wichtig für Jesus sind, konnten auch beten mit ganz vielen. Wir haben zum Beispiel mit einer Gruppe von Teenagern gesprochen, die das Ganze zuerst irgendwie ganz lustig fanden, aber dann auf einmal, als wir gebetet haben, war das Kopfweh weg, die Rückenschmerzen waren weg und dann haben sie nicht mehr so gelacht. Dann waren sie auf einmal total erstaunt und berührt und konnten dann auch für die beten. Und ja, ein Mädchen hat dann auch so angefangen zu weinen und so. Also es ist echt, Jesus war da und Menschen haben das Evangelium gehört und haben die gute Nachricht gehört und haben gesehen, dass Gott wirklich gut ist. Amen. Ja, dürfen wir mal klatschen für Augsburg und die Menschen und die Leute, die da waren. Ja. Genau, und jetzt wollen wir einfach auch genau das machen, was es auch in diesem Psalm heißt, nämlich Gott loben und Gott preisen. Und dazu dürft ihr aufstehen, ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft eure Hände heben, ihr dürft sie falten, ihr dürft, was immer ihr tun wollt, um dem Lobpreis Ausdruck zu geben, das dürft ihr machen. Und ich möchte jetzt kurz mit uns beten. Danke, Jesus, dass du ein guter Gott bist, dass du durch und durch und durch und durch gut bist. Und danke, dass du heute hier bist. Und wir wollen wirklich unsere Augen auf dich richten und alles, was uns die Woche so beschäftigt hat, mal beiseite legen und wirklich unseren Blick auf dich richten, Jesus. Und wir wollen dich anbeten und dich erheben. Amen.
wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du bist gut, gut, so gut. Meine Seele singe gut, gut, so gut. Ja, du bist gut, gut, so gut. Meine Seele singe gut, gut, so gut. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich, Jesus. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Jesus, dass du im Lobpreis deiner Kinder wohnst, dass du hier bist mitten unter uns. Und wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Herr, und wir wollen uns echt heute eins machen mit deinem Lied und sagen, Herr, dein Wille komme, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Herr, wir wollen sehen, dass dein Reich kommt hier in dieser Stadt, hier in unserem Land. Your name.
Morgen einstimmen dürfen ins Lied des Himmels und mit Engeln und mit Heiligen singen können. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Herr, danke, Jesus, für dieses Privileg, heute Morgen hier zu sein, in deiner Gegenwart, Jesus. Und du bist mitten unter uns, Jesus. Halleluja, Jesus, heilig, heilig. Love alone.
Halleluja, Gott, du bist heilig, heilig, heilig. Und wir machen uns wirklich eins mit dem Ruf der Engel, die immer zu und die ganze Zeit durchgehend rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, heilig ist Gott, heilig ist der Herr, Gott Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Halleluja, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Heilig ist der Herr, heilig, 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 heilig. Dein Gott ist der Gott, der Allmächtige, der Gott, der war und der Gott, der ist und der Gott, der kommen wird. Dein Gott, das ist dein Gott. Ja, lass uns mal Gott zujubeln, diesen Gott. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und wir wollen jetzt auch in die Zeit von Fürbitte treten, wo wir für unsere Stadt beten. Wir hatten jetzt die ganze Woche über schon jeden Abend für unsere Stadt gebetet, haben uns dazu getroffen und wir wollen das einfach jetzt weiter tun. Und ich habe dazu ein paar Bibelverse, die euch auch angezeigt werden. Dann werden wir einfach mit diesen Bibelversen beten für die Menschen in unserer Stadt und für Augsburg. Ich fange an mit Philipper 2, Verse 9 bis 11. Darum hat ihn Gott, also die Rede ist von Jesus, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Und Jesus, wir wollen einfach deinen Namen erhöhen über Augsburg. Der Name, der über allen Namen steht. Der Name, der über allem ist. Und wir möchten deinen Namen, Jesus, erheben über Augsburg und einfach aussprechen, Jesus. Dir gehört Augsburg. Du bist der König von Augsburg und wir schreiben deinen Namen wie auf ein Banner über Augsburg und wir spannen das auf und wir sagen, Jesus steht über Augsburg und über den Menschen von Augsburg und über allem, was in Augsburg geschieht. Danke, dass wir ausrufen dürfen, Jesus, dein Name ist erhöht und es gibt keinen anderen Namen, der höher ist als dein Name. Du hast das letzte Wort in allem, in jeder Entscheidung, alles, was auch an Entscheidungen getroffen wird, in der Wirtschaft, in der Politik, im Bildungssystem, in allen Bereichen. Jesus, du hast das letzte Wort und es gibt keinen Namen, der höher ist als dein Name. Und wir beten, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen, alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Wir beten in Jesu Namen, dass sich ja Augsburg beugt vor dir, dass sich Augsburg beugt vor dir und wir wollen uns das wirklich vorstellen, wie die Menschen in Augsburg auf den Straßen auf die Knie fallen vor dir, Jesus, weil sie erkennen, wer du bist, weil sie erkennen, dass du, Jesus Christus, der Sohn des Allerhöchsten bist, dass du der Auferstandene bist, dass du der Retter bist und wir sprechen Augsburg zu. Ihr Menschen von Augsburg, beugt eure Knie vor Gott und beugt eure Knie vor dem Allmächtigen. Und wir sprechen aus, dass alle Zungen in Augsburg bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir rufen aus, alle Zungen in Augsburg werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja. Und wir wollen beten mit Jesaja 9, Verse 1 bis 2. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Feinde Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Halleluja. Und Jesus, wir wissen, dein Wort steht, dass du das Licht bist. Und wir danken dir, dass wo in Augsburg so viel Finsternis und so viel Dunkelheit ist, dass du als das Licht aufgehst, dass du als das Licht aufleuchtest über Augsburg. Danke, dass dein Licht aufstrahlt, Herr. Da, wo die Menschen so gefangen sind in ihrem Alltagstrott, wo sie gefangen sind in Hoffnungslosigkeit, in Angst, Herr. Da, wo Familien so in Streit sind, wo
Scheidung ist, wo Kinder alleine gelassen werden, Jesus, wo Kinder missbraucht und misshandelt werden, Jesus, wo so viel Dunkelheit in unserer Stadt ist. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist als das Licht aufgegangen über Augsburg und du leuchtest in alle Dunkelheit hinein. Und wir danken dir, Jesus, dass du dich offenbarst in Augsburg als der Gott, der Allmächtige, der war und ist und der kommt, als der Gott, der Retter, der Gott, der Hoffnung gibt, der Gott, der Frieden gibt, der Gott, der Freude hat in Fülle, bei dem Freude in Fülle ist. Und wir wollen uns das wirklich vorstellen, wie da, wo jetzt so viel Dunkelheit ist, wirklich so ein Jubelschrei und ein Siegesschrei losbricht, Herr, weil du das Licht bist und weil du jede Dunkelheit wegbrichst. Danke, Jesus, dass Freude sich Bahn bricht, dass Freude in Augsburg sich wiederfinden wird, dass überall, wo so Dunkelheit jetzt ist, dass überall dort Freude sein wird und Jubel sein wird, weil du, Jesus, der Herr bist, weil du, Jesus, der Auferstandene bist. Herr, wir danken dir und ja, lasst uns alle zusammen Psalm 24, Verse 7 bis 10 einfach proklamieren und es alle zusammen einfach aussprechen über Augsburg. Genau. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten Augsburgs, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, und gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten Augsburgs, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Halleluja, lasst uns mal diesem König der Herrlichkeit einen Applaus. Halleluja, der König der Herrlichkeit zieht ein in Augsburg. Amen. Amen. Halleluja. Ihr dürft euch setzen. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Wir haben heute Abend nochmal die Gelegenheit dazu, aber das erzähle ich euch später. Wir wollen uns jetzt auch eine Zeit nehmen, wo wir Kollekte einsammeln und das ist nicht einfach nur ein Geben in eine Gemeinde, sondern es ist wirklich ein Investieren in das Reich Gottes. Es ist freiwillig und du darfst Gott einfach fragen, Gott, was ist für mich heute dran zu geben? Wie viel soll ich geben? Man kann auch überweisen, auch die Bankdaten werden eingeblendet. Und ich möchte einfach jetzt kurz dafür beten. Danke, Jesus, dass du in deinem Wort versprichst, dass du der Versorger bist, der uns in allem versorgt. Und Jesus, ich segne einfach in deinem Namen jeden Haushalt, der hier vertreten ist, auch jeder, der am Livestream ist und alle Aufträge, Daueraufträge, die laufen, Herr. Und ich segne in Jesu Namen die Menschen hier mit finanzieller Versorgung und Versorgung im Überfluss in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Ordner dürfen rumgehen. Und ich freue mich, dass ich an alle Mamis und Papis und Erziehungsberechtigte eine frohe Botschaft verkünden darf. Wir haben nämlich einen neuen Mutter-Kind-Raum. Juhu! In diesem Raum wird der Gottesdienst live übertragen, ist ein großer Bildschirm. Und zwar ist das, wenn man die Treppe hochgeht, den Raum nach hinten, in dem Raum hinter der Küche. Und ja, ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, besonders für kleine Kinder, so lange ruhig zu sein. Und das müssen sie auch nicht. Und deswegen ist einfach eine richtig gute Möglichkeit, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten trotzdem den gesamten Gottesdienst mitbekommen und nichts verpassen müssen und auch die Kinder Segen abbekommen. Genau. Und die Kinder, apropos, die größeren Kinder, die dürfen jetzt in den Kindergottesdienst gehen. Die kleinen Kinder sind auch die Treppe nach oben, nach hinten, nur dem Raum hinter der Küche, hinter dem Mutter-Kind-Raum. Da ist dann der Raum für die kleinen Kinder und die großen Kinder dürfen einmal drumherum gehen, hier und dann ist hinten der Gottesdienst für die kleinen oder die größeren Kinder. Jetzt freue ich mich, dass ein langjähriger Freund von unserer Gemeinde heute hier ist und für uns
predigen wird, und zwar der Bernd Aggemar, heißt ihn mal. Willkommen mit einem Applaus. Vielen herzlichen Dank, Lisa. Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich heute hier sein darf, um Gottes Wort zu verkündigen. Es ist ein wunderbarer, fantastischer Gott, den wir haben. Wir haben heute schon gehört, es ist ein Gott, der heute noch Wunder vollbringt und der sich in Liebe der Menschen annimmt. Und es ist einfach unglaublich schön, einem solchen Gott zu gehören. Amen. Amen. Ich möchte mit uns kurz noch beten. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jetzt auch dein Wort segnest. Mein inständiger Wunsch ist, dass jeder, der hier ist oder auch am Bildschirm sitzt, von deinem Wort berührt wird. Amen. Amen. Ja, mein Thema heute ist: Sei dir dessen bewusst, wer du bist. Sei dir dessen bewusst, wer du bist. Nur wenn du dir bewusst machst, wer du bist, kannst du gemäß dem leben, was du bist. Menschen mit einer Amnesie, genauer gesagt mit einer retrograden Amnesie, die haben vergessen, wer sie sind. Sie können noch sprechen und so alles, aber sie wissen nicht, wer sie sind, weil sie sich an nichts mehr erinnern können. In den USA gab es den Fall eines Mannes, der bewusstlos aufgefunden wurde. Als er wieder zu sich kam, wusste er nicht, wer er war. Er brauchte 11 Jahre, um das herauszufinden. Und in dieser Zeit war es für ihn unmöglich, ein normales Leben zu führen. Kein Personalausweis, kein Job, noch nicht einmal ein eigenes Konto. Also wir sehen, es ist wichtig zu wissen, wer man ist. Und das gilt natürlich auch für uns Christen. Nun, Name, Adresse, familiärer Hintergrund, das ist natürlich jetzt nicht das Thema. Ist es normal, dass es so hallt? Kommt mir heute so ein bisschen mit Echo vor. Gut, ist egal. Also, mich stört es nicht. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber die Besinnung darauf, was die Eckpfeiler deiner neuen Persönlichkeit in Christus sind, was dein neuer Charakter, was dein neuer Auftrag und deine Berufung sind, das ist elementar wichtig zu wissen. Es hilft dir, das Leben zu führen, das Gott dir eigentlich geschenkt hat. Wir schauen in die Bibel, und zwar 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Du bist, wenn du Jesus in dein Herz hineingelassen hast, wenn du deine Schuld am Kreuz abgeladen hast, wenn du ein Christ geworden bist, du bist wirklich eine neue Schöpfung. Und wie macht sich das bemerkbar? Woran erkennt man das? Wir finden dazu etwas im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6. Und dort heißt es: Weil ihr aber Söhne seid. Und wenn im Neuen Testament in dieser Art von Söhnen gesprochen wird, dann heißt es, dann geht es auch ums Erbe. Das betrifft also auch die weiblichen Zuhörer in gleicher Weise. Ich muss es immer dazu sagen, ich lese halt so, wie es in der Bibel drinsteht, aber gemeint ist eben praktisch diese Stellung. Und damals haben halt die Söhne geerbt und nicht die Töchter. Gut, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater. Durch den Heiligen Geist hast du eine neue Identität. Du bist jetzt ein Kind des himmlischen Vaters.
und rufst, Abba, Vater. Wenn wir genau in diesen Vers hineinschauen, dann heißt es hier, Gott sandte dir den Sohn, Entschuldigung, Gott sandte dir den Geist seines Sohnes in dein Herz, der da ruft, Abba, Vater. Also, dass du Abba, Vater in deinem Herzen rufst, das hat damit zu tun, dass du den gleichen Geist in dir hast, der auch auf Jesus war, als er auf der Erde war. Halleluja! Jesus hat es auch gesagt, nämlich, Abba, Vater, im Garten Gethsemane hat er gerufen, Abba, Vater. Also das ist hier die gleiche Ebene der Kindschaft, in die du hineingestellt wirst. Ist das nicht Grund zur Dankbarkeit, dass Gott sagt, dass Gottes Wort sagt, ihr, die ihr eine lebendige Vater-Kind-Beziehung habt, das ist so wie bei meinem Sohn Jesus Christus. Wow, ich finde das wirklich großartig, dass ich das bin, ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes und dass ich in gleicher Weise zu Gott kommen kann und sagen kann, Abba, Vater, Abba, das aramäische Wort für Papa. Jesus vertraute seinem Vater. Du es auch. Jesus sagt in Markus 14, Vers 36, als er in dieser inneren Herausforderung stand, auf das Kreuz zuzugehen und er wusste, dass er dort ja, unendliche Qualen leiden würde. Er betete da unter anderem, Abba, Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir wissen, es war Gottes Wille, dass er stellvertretend für uns, für unsere Schuld am Kreuz, die Strafe auf sich genommen hat. Aber was kommt hier zum Ausdruck? Abba, Vater, dir ist alles möglich. Das ist für mich kindliches Vertrauen. Dir ist alles möglich. Das denken ja auch viele kleine Kinder, wenn die größer werden, dann wissen sie dann auch, dass es nicht ganz so ist. Aber die vielen kleinen Kinder, die denken von ihren Vätern, mein Papa kann einfach alles. Aber die gute Nachricht heute ist doch die, dein Papa im Himmel kann tatsächlich alles. Daher genieße es, Kind eines solchen Papas zu sein. Wenn du Jesus in dein Leben einlässt, kommt der Geist Gottes. Der Geist Gottes bringt dir das Geschenk einer neuen Papa-Beziehung. Lebe diese Papa-Beziehung. Ja, du kannst im geistlichen Sinne auf seinem Schoß Platz nehmen. Stell es dir in deinem Inneren vor, dass du Platz nehmen darfst auf dem Schoß deines Vaters im Himmel, deines Papas. Halleluja. Zurück zu 2. Korinther 5. Wir haben ja dort gelesen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Eine Schöpfung mit besonderen Fähigkeiten und mit besonderem Auftrag. Wir lesen die Verse 18 bis 20. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Halleluja. Hier ist von unserem Auftrag, den wir als Christen haben, hier Licht und Salz in dieser Welt zu sein, die Rede. Und
Es gibt manche, für die ist das was ganz Normales, und es gibt aber auch schüchterne Menschen, so wie ich selbst zum Beispiel, die einfach da ein bisschen, ja, die das halt herausfordernd finden, wenn ich es mal so formulieren kann. Und was hier aber einfach uns allen, die wir Kinder Gottes sind, zugesprochen wird, ist, dass Gott in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Das heißt, das Wort der Versöhnung, das heißt, das evangelistische Wort, das ist schon in dich hineingelegt. Du musst es nur halt, wenn du in die Situation kommst, etwas weitergeben zu wollen an jemanden, du musst es einfach nur rausholen, auspacken sozusagen, weil es ist ja schon in dir drin. Und du kannst dann beten: Geist Gottes, bring die richtigen Worte aus mir hervor. Ja, er wird natürlich deinen Verstand benutzen, und das ist auch gut, dass wir reflektieren, was ist sinnvoll. Aber er ergänzt das, was du aus dir heraus nicht erbringen kannst, nämlich dass deinen Worten Kraft und Liebe, dass die da mitgehen. Amen. Dass es einfach nicht so einfach nur Worte sind, sondern dass Gott selbst, und das heißt es ja hier, indem Gott gleichsam durch uns, also man könnte sagen, Gott selbst durch uns redet zu den Menschen. Und das kann niemand aus dem Ärmel schütteln, sondern das kann nur Gott selbst in uns wirken. Und das ist aber das Gute, dass Gott hilft, dass Gott uns zur Seite steht, dass Gott hier nicht einfach sagt, jetzt hier raus mit euch und redet mal von mir und so, sondern dass er selbst in uns ist. Halleluja. Amen. Er ist das Wort, das fleischgewordene Wort, und er lebt in uns. Halleluja. Kraft und Liebe sind in dir. Liebe für deine Nächsten, Liebe für die Menschen, Liebe für deine Geschwister. Und Liebe, das hat etwas zu tun mit Charakter. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir Menschen mit Charakter sind. Gott legt Wert auf Charakter. Gott hat doch dir einen, als du Jesus angenommen hast, einen neuen Charakter gegeben. Der ist noch unfertig oftmals, ja. Das ist bei mir nicht anders wie bei euch, denke ich mal. Aber dieser Charakter, dieser neue Charakter, der ist zeitlebens in einem stetigen Entwicklungsprozess. Und davon lesen wir in der nächsten Bibelstelle, Römer 8, Vers 29. Da heißt es: Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Ihr wisst jetzt schon Bescheid. Gut. Also, wir sind vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und da ist natürlich nicht Mund- und Augenpartie oder sowas gemeint, oder dass wir irgendwie schauen, dass wir möglichst dem Bild auf dem Turiner Grabtuch möglichst ähnlich ausschauen. Nein, sondern es ist wirklich, es geht um das, wie wir auftreten, um unseren Charakter. Und dass wir einfach, ja, wenn man uns anschaut, dass man dann auf die Idee kommt, so könnte ich mir Jesus auch vorstellen. In der Art und Weise, wie dieser Mensch einfach mit anderen umgeht, wie er lebt, da sieht man etwas von Jesus durchscheinen. Und das ist tatsächlich unsere Aufgabe, unsere Berufung, das ist das, was wir sind. Wir sind dazu vorherbestimmt. Erinnern wir uns an die Überschrift,
Sei dir dessen bewusst, wer du bist. Du bist dazu bestimmt, Jesus wiederzuspiegeln. Jesus gewissermaßen darzustellen. Durch dich ist Jesus in dieser Welt. Denn wir sind ja der Leib Jesu Christi. Wir alle miteinander. Und du bist eben ein wichtiger Teil dieses Leibes Jesu. Und wie wichtig das ist mit dem Charakter und mit unserem Auftreten, das hat Jesus selbst auch in Worte gefasst in Johannes Kapitel 13, Abvers 34. Da sagt Jesus seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus spricht hier von erkennbarer Liebe. Es betrifft, wie schon ausgeführt, den Umgang miteinander oder auch unsere Wortwahl, so dass man sich beispielsweise mal auch immer wieder fragt: Das, was ich gerade gesagt habe, könnte das auch Jesus so gesagt haben? Würde das passen? Ich muss euch gestehen, das hat bei mir nicht immer ganz gepasst. Und da können wir einfach auch uns helfen lassen und sagen: Herr, hilf mir, auch die richtige Sprache zu haben, damit man etwas mehr von dir erkennen kann. Lass es zu, also, dass der Heilige Geist deinen Charakter formt. Denn du hast eine Christusnatur in dir bereits und die soll sich ausgestalten. Amen. Mach dir bewusst, wer du bist. Du hast Jesus Christus in dir. Und so, wenn du Jesus ähnlich wirst, dann wird auch deine individuelle Persönlichkeit so am besten zur Geltung kommen. Und übrigens, eine der hervorstechendsten Merkmale im Charakter von Jesus ist Barmherzigkeit. Wir sehen das so oft in seinem Leben, in seinem Dienst. Sieht man das in gleicher Weise auch bei uns? Sei dir dessen bewusst, wer du bist. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann kann man eine Fülle entdecken an Eigenschaften, an Beschreibungen, wie ein gläubiger Mensch ja, berufen ist zu sein. Zum Beispiel, weil ich kann hier unmöglich in einer Predigt diese ganze Bandbreite hier darstellen, das ist so viel. Aber nur mal so herausgegriffen: Du bist, sagt die Bibel, ein königlicher Priester. Wow. Du bist ebenfalls ein persönlicher Freund von Jesus Christus. Gottes Wort sagt auch, dass wir wie Adler sind. Toller Vergleich aus der Tierwelt. Auch dazu gehört natürlich, dass Jesus zum Beispiel gesagt hat: Ja, ihr seid wie Schafe unter Wölfen. Auch das ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, aber wir sind niemals allein unter den Wölfen. Amen. Er ist immer an unserer Seite. Amen. Vor allem aber bist du einzigartig, tatsächlich mit einer einzigartigen Berufung. Du bist jemand mit besonderen Gaben, ja, auch mit besonderen Fehlern und Schwächen. Wer fühlt sich da angesprochen? Aber ich hoffe, du bekommst heute eine Ahnung davon, dass Gott dich damit nicht allein lässt.
Ein neuer Mensch wurde bereits in dir zur Geburt gebracht und Gott liebt dich mit unendlicher, barmherziger Liebe. Er sagt niemals zu dir, jetzt reicht's aber. Nein, er ist immer bereit, dir zu helfen. Amen. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu freuen auf das Leben eurer Berufung. Freu dich auf das Leben deiner Berufung. Ja, es gibt auf die Frage, wer bist du, auch eine ganz persönliche Antwort Gottes an dich. Lass dir von Gott sagen, wer du bist. Es gibt eine Vision Gottes für dich, einen ganz genialen Lebensentwurf für dich. Denn du bist Gottes einzigartige Schöpfung. Glaubst du, dass dein Leben mit dem göttlichen Lebensentwurf so derzeit übereinstimmt? Die Frage dürfen wir uns einfach stellen. Und wenn du meinst, nein, eher nicht so, dann lass dir von Gott helfen, das zu korrigieren. Gott hat dich nicht dazu berufen, irgendwas zu verpassen. Habe eine Vision von Gott und folge ihr. Dazu ermutigen möchte uns ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja 43, Vers 19. Dort lesen wir: Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Halleluja. Sieh auch ein Bild für das Erscheinen von Jesus mit dem Heiligen Geist. Und so darfst du einfach ermutigt sein, dieses Neue, was er in dir wirken will, aufsprossen zu sehen. Und dass da, wo Hindernisse sind, dass Gott in der Lage ist, diese Hindernisse zu beseitigen. In der Wüste einen Weg. Es ist sehr schwierig, in der Wüste einen Weg zu bringen, wenn da zum Beispiel diese Sanddünen sind. Du machst einen Weg und am nächsten Tag ist der Weg nicht mehr da, ja? Weil der Sand drüber ist. Aber Gott sagt, ich bin in der Lage, durch die Wüste einen Weg zu legen. Ströme durch die Einöde. Das Problem mit der Einöde ist, dass da sehr wenig Wasser ist und deshalb schwierig ist, Ströme herbeizubringen. Aber Gott ist in der Lage dazu. Amen. Amen. Ja. Ich möchte einfach nochmal ein paar Dinge zum Abschluss euch teilen. Arnold Schwarzenegger, den dürftet ihr kennen, Schauspieler und mal auch Gouverneur von Kalifornien, hat diesen Satz gesagt: Normal people do normal things. Zu Deutsch: Normale Menschen tun einfach nur normale Dinge. Normal people do normal things. Und damit wollte er einfach ja auch provokant herausfordern, nicht normal zu sein. Nicht in einer festen Form, in einer starren Art und Weise sein 0815-Leben zu leben, sondern nach etwas Besonderem zu streben, nach Außergewöhnlichem. Und wisst ihr, als Christen haben wir genau diese Berufung, nicht einfach nur irgendeinem Schema F zu folgen, sondern uns inspirieren zu lassen, uns erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist, uns gebrauchen zu lassen. Christen, das heißt ja eigentlich wörtlich die Gesalbten. Ja, es kommt von dem griechischen Wort Chrio, heißt ich salbe. Und Christos ist der Gesalbte. Und die Christen sind logischerweise die Gesalbten. Christen vollbringen daher inspirierte und vom Geist Gottes gewirkte Dinge. Denn sie haben den Geist des Sohnes in sich.
sie sind Freunde des höchsten Gottes. Und schon wenn sie den Mund öffnen, kann man die Gnade Gottes wahrnehmen. Noch nicht ganz die Wirklichkeit bei euch oder bei mir? Dann werdet ihr dessen bewusst, wer du bist. Und liebe Geschwister, das mache ich jetzt auch. Amen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du jetzt einfach hier bist und dieses Wort fest in unsere Herzen verankerst, dass wir diese Ermutigung des Glaubens aufnehmen können, dass wir erkennen, wir sind nicht irgendwer, wir sind nicht das, was der Feind versucht, uns manchmal einzureden, dass wir Versager sind oder schlecht sind, sondern du ermutigst uns in deinem Wort, an das zu glauben, was du in uns hineingelegt hast. Und ich danke dir, dass wir heute einfach hier uns öffnen können für dich, für dein Reden, für dein Wirken, für eine neue Ausrüstung des Heiligen Geistes. Dass wir einfach sagen, Herr, vergib mir da, wo ich nicht deiner Vision gefolgt bin, wo ich nicht mir vor Augen habe stellen lassen, wer ich bin. Herr, lass du uns neu begeistert sein, begeistert werden für das, was du aus unserem Leben machen möchtest. Ich danke dir, denn hier sind Menschen, die sind alle ganz besonders wertvoll geachtet in deinen Augen, kostbare Edelsteine. Danke, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Ja. Ich möchte einfach dazu ermutigen, da wo Gott dein Herz heute erreicht hat, da einfach auch zu sagen, ja Herr, ich will auf das schauen, was du bereitgelegt hast, was du in mich hineingelegt hast. Ich möchte mich neu ausrichten und dir folgen, dir gehorsam sein. So wie Jesus auch sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber in diesem einfach zu spüren und zu wissen, der allmächtige Gott, der allmächtige Papa im Himmel, er ist da. Er versteht mich, er kennt mein Herz und er hilft mir aus dem, wo ich selbst merke, dass da Grenzen sind. Danke, Herr, denn du bist hier und du überwindest Grenzen. Wir haben gehört, Ströme in der Einöde, Wege in der Wüste. Und wer einfach diesen Wunsch hat, ja, Ströme in seiner persönlichen Lebenssituation, Ströme der Gnade, Ströme der Liebe, Ströme der Kraft und Wege gebahnt, da wo keine Wege sind, den möchte ich einfach ermutigen, kurz hier nach vorne zu kommen, als ein Zeichen, dass du sagst, Herr, ich bin hier. Ich bin hier, um das neu zu lernen, neu zu empfangen, neu Ja zu sagen zu dem, wer ich bin. Zu dem, wer du bist, Ja zu sagen. Vergebung, Herr, dass da, wo ich in der Weise nicht auf das geschaut habe, was du in mich hineingelegt hast. Ja, ich möchte das auch gemeinsam lernen mit meinen Geschwistern. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr.
Halleluja. Kedia la passando do pokoria sende de me. Sia pokoria ndo costando de me. Jesus. Jesus. Danke. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir dieses kurze Bekenntnis gemeinsam aussprechen. Ja, Herr, dir will ich folgen. Sagt einfach, ja, Herr, dir will ich folgen. Und ich empfange deine Vision für mein Leben. Und ich empfange deine Vision für mein Leben. Denn ich liebe dich. Denn ich liebe dich und ich freue mich, dein Kind zu sein. Und ich freue mich, dein Kind zu sein. Amen. Amen. Und ich segne euch alle miteinander, die einfach, ja, jetzt Gott geantwortet haben. Und ich segne euch wirklich mit viel, viel Gnade, mit viel, viel Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Kokorian santo marian to cogesti di me santo kokorian de besti di me. Danke Jesus, danke Jesus, preist du mir. Danke Jesus, preist du mir. Danke Jesus, danke Jesus. Amen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Thank you.
Halleluja. Wir sind eine neue Schöpfung durch Christus. Und Christus lebt in uns. Christus lebt in dir und Christus lebt in mir. Halleluja. Lass uns das doch mal einfach gemeinsam sagen. Christus ist in uns. Christus ist in uns. Christus ist in uns. Halleluja. Danke, Bernd, für dein Wort. Und ich glaube, da steckt so viel mehr drin. Da könnte man noch wochenlang drüber studieren. Und ich will euch einfach ermutigen, dem nachzugehen, auch wenn ihr zu Hause seid, in eurer Zeit, wo ihr eure Bibel lest, einfach das noch weiter zu studieren und noch weiter drüber zu meditieren und drüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Christus in uns lebt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Genau. Und ich will euch noch kurz mitnehmen, was so die nächste Woche noch so alles läuft. Wir haben heute Abend, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einen Gebetsabend wieder, und zwar treffen wir uns um 19 Uhr, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr werden wir zusammen beten für Augsburg, für die Menschen in Augsburg, und ich kann euch das wirklich nur empfehlen und sehr ans Herz legen zu kommen. Es ist so herrlich, es ist so einfach, ja, wir haben jetzt auch nicht so einen Plan, so Punkt A, Punkt B, Punkt C wird abgebetet, sondern einfach, was Gott beten will, das wird gebetet. Und das ist die beste und schönste Art von Gebet. Und ich will euch wirklich ermutigen, mit dabei zu sein. Es ist wirklich herrlich und macht richtig viel Spaß. Also mir zumindest. Und ich weiß, den anderen Betern macht es auch Spaß. Und euch wird es auch Spaß machen. So, am kommenden Samstag am 16.10. haben wir um 19.30 Uhr wieder ein Live on Stage Safe Special. Was ist Live on Stage? Jetzt habe ich meine Flyer vergessen. Sarah, magst du mir die mal kurz geben? Live on Stage ist das Musical, danke dir, worauf wir uns schon das ganze Jahr drauf vorbereiten. Wir haben jetzt auch die Flyer, die liegen hinten auf dem Tisch, und das ist dieses Plakat, das da draußen im Gang steht. Das sind Musicals, die eine Woche oder ein bisschen mehr als eine Woche lang aufgeführt werden in der Schwabenhalle, mit dem Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Es wird umsonst sein, und ihr dürft dazu auch alle eure Freunde und Familie und Verwandte und Leute, die euch auf dem Herzen sind, dazu einladen. Und genau, wie gesagt, wir haben schon das ganze Jahr überlaufen, die Vorbereitungen dafür schon auch im Gebet. Und diese Safe-Special-Veranstaltungen sind gezielte Tage, wo wir mit den anderen Gemeinden aus Augsburg, die auch das mittragen, also es ist nicht nur von unserer Gemeinde aus, sondern das wird von, ist so über, gemeindeübergreifend. Und das wird, an diesem Tag werden wir alle zusammenkommen aus den ganzen Gemeinden und werden gemeinsam einfach dafür beten, für Augsburg beten, für die Menschen in Augsburg beten. Und es wird richtig gut, also dürft ihr gerne mit dabei sein. Ah, hinten liegen übrigens auch die Newsletter, was so an Neuigkeiten gibt, dürft ihr euch auch gerne nehmen. Und auch am Samstag findet der Walk for Freedom statt. Das sind diese kleinen Flyer hier. Das ist eine Veranstaltung gegen Menschenhandel in Augsburg und generell gegen Menschenhandel. Und ich glaube, dass es richtig wichtig ist auch, dass wir uns als Christen da klar positionieren und klar Stellung dazu nehmen. Und deswegen seid ihr ja auch alle herzlich eingeladen, da mit dabei zu sein, eben auch am dem 16. Oktober um 13.30 Uhr am Rathausplatz fängt es an. Und ich will euch einfach ermutigen, da auch mit dabei zu sein und einfach ein Zeichen zu setzen. Ansonsten haben wir am Sonntag wieder Gottesdienst und auch die Hauskreise laufen so. Wenn du mehr über Jesus lernen möchtest und leben mit Jesus, dann sind diese Hauskreise sehr zu empfehlen. Und wenn du gerne Teil von einem Hauskreis werden möchtest, dann darfst du auch einfach irgendjemanden hier anquatschen und irgendjemand wird dir dann schon weiterhelfen können. Oder du schreibst einfach eine E-Mail an kontakt@neues-leben.org und dann helfen wir dir auch voll gerne weiter. Oder generell, wenn du Fragen hast, darfst du dich auch an diese E-Mail-Adresse wenden. Genau. Jetzt als letzten Punkt heute möchte ich noch den Timon, der steht da schon versteckt in der Ecke, der darf nach vorne, ganz nach vorne ins Licht kommen, und noch den Samuel und den Immanuel und die Anja, wenn sie will. Ihr dürft nach vorne kommen.
Genau. Und zwar ist es so, dass heute tatsächlich erstmal mein letzter Gottesdienst ist, wo ich dabei bin für das nächste halbe Jahr, also hier in Augsburg. Genau, und zwar waren die letzten Monate, waren somit wahrscheinlich die stressigsten und anstrengendsten überhaupt. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, mein Studium beendet und gleichzeitig mit der Sarah zusammen die Jugend geleitet und live on stage den Jugendbereich Mobilisation geleitet und gleichzeitig eine Wohnung renoviert, alles drum und dran. Also es war ziemlich stressig und ich habe zwar viel für Gott gemacht, aber wenig mit Gott gefühlt. So. Und dann hat sich in dieser Zeit so der Wunsch rauskristallisiert, ich will eine Zeit einfach investieren in Gott, wo ich einfach Lobpreis und Gebet, wo ich da tiefer reinbuddel, wo ich einfach tiefer ja, grab nach, wer ist Gott wirklich, was hat Gott wirklich, was für eine Kraft ist im Lobpreis, im Gebet. Und als dann Jesus Revolution da war hier, hat der Robbie, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, hat gesagt, hey, da gibt es ganz neu, da ist es, die machen ein Gebetshaus auf in Oslo. Und ist noch relativ neu alles, aber frag doch da mal an. Dann habe ich gesagt, okay, ja, schaue ich mal. Habe einfach mal dem Leiter von diesem Gebetshaus einfach auf Instagram gefollowt. Und 5 Minuten später schreibt er mir, hey Timon, cool, dass du dich meldest. Ich kenne den nicht, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, einmal im Aufzugszimmer zusammengefahren, das war's. Kam dann, hey Timon, ich wollte dich eh mal noch anschreiben. Hast du nicht Lust, mal für eine gewisse Zeit einfach bei uns zu sein und zu dienen im Lobpreis und im Gebet? Und dann war das relativ schnell klar, okay, das will ich machen. Und jetzt, nachdem mein Studium jetzt beendet ist, habe ich gesagt, okay, die Zeit, jetzt habe ich noch ein bisschen ein paar Freiheiten. Jetzt will ich ein halbes Jahr nach Oslo gehen, dort in Day and Night, also das ist dieses Gebetshaus, dort einfach im Lobpreis und im Gebet dienen. Ich werde da auch mithelfen praktisch, also ich werde in der Band spielen und ich werde organisatorisch mithelfen und genau. Und ich glaube, dass es absolut der richtige Schritt jetzt für mich ist. Klar, ich weiß, ich werde wahrscheinlich, gerade Jugendleitung und sowas ist natürlich schwierig, dann das alles ja hinter mir zu lassen. Aber ich glaube, die Sarah und Team, die machen einen guten Job. Ich bete auch regelmäßig für euch. Also ich glaube, Gott wird die Lücke auf jeden Fall füllen. Ihr dürft mich natürlich gerne im Gebet unterstützen. Ich werde auf jeden Fall für die Gemeinde beten, für euch beten. Und genau, ein halbes Jahr ist, glaube ich, auch schnell rum. Genau. Ja, Timon, wir lassen dich mit einem weinenden und mit einem lachenden Augen gehen. Mit dem weinenden, weil wir werden dich vermessen. Und mit dem lachenden, weil wir wissen, du wirst dort eine gute Zeit mit Gott haben. Und es wird dich für die Reich Gottes Sicht ein Stück weiterbringen. Und wir freuen uns, was Gott in deinem Leben hineinlegen wird und mit deinem Leben tun wird, auch durch dein Leben dort wirken wird. Und ich bin sicher, du wirst viel Wertvolles zurückbringen nach Augsburg. Und wir wollen jetzt für dich beten. Ich bitte den Samuel und die Anja zuerst zu beten. Sie sind die Mentoren von Timon. Ja, lasst uns aufstehen und streckt die Hände nach ihm aus. Wir wollen ihn wirklich im Segen entlassen. Ich will ein Wort auch mitgeben, und zwar in 2. Mose 11, 33, Vers 11 steht: Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und ja, ich will dich einfach segnen für diese Zeit, dass das eine Zeit ist, wo du wirklich in diesem Zelt der Begegnung mit Gott wirklich in Verbindung gehst, wo du aus dieser Präsenz und Gegenwart Gottes nicht mehr hinauskommst, wo du einfach ja von Angesicht zu Angesicht Gott begegnest, wo du eine Zeit hast, wo du erfüllt wirst, wo ja auch das, was wir heute gehört haben, dass du einfach dir bewusst wirst, wer du bist in Jesus, dass du wirklich ein geliebter Sohn, ein angenommener Sohn Gottes bist und dass Identität in dich hineingelegt wird und dass das eine Zeit der Vorbereitung einfach auch ist, so wie die Zeit für Josua eine Zeit der Vorbereitung war, wo er danach dann das Volk in das verheißene Land führen durfte, dass es auch so eine Zeit ist, wo du aufgebaut wirst innerlich in deinem Charakter, wo du Kraft empfängst, damit du dann in deine Berufung voll und ganz hineingehen kannst. In Jesu Namen. Amen.
Ja, Vater, ich danke dir für den Timon, Herr. Ich segne ihn jetzt für diese Zeit, Herr, wo er in Oslo ist, Herr. Ich danke dir, dass du multiplizierst, was du schon in hineingelegt hast. Ich danke dir für alles, für sein Leben, das er hingibt, Herr. Und ich danke dir, dass du ihn zurüstest für Größeres. Danke, Gott, dass du mit ihm bist und dass es eine starke Zeit wird. Danke, dass er dort Früchte trägt und dass es auch hier weiter Früchte trägt. Das, was du schon angefangen hast, es wird weiter wachsen, selbst wenn er körperlich nicht hier ist. Wird es trotzdem weiter wachsen. Danke. Amen. Timon, möchtest du uns noch sagen, auch um einfach eine Perspektive zu geben, was du vorhast nach diesem halben Jahr Auszeit mit Gott? Yes, das ist spontan, aber genau, ich habe vor, danach werde ich ein duales Theologiestudium anfangen. Heißt, es ist dann praktisch 3 Tage die Woche im Studium und 3 Tage die Woche Arbeit in der Gemeinde. Und ich werde das hier machen. Ein neues Leben heißt, dann werde ich praktisch ja 3 Tage die Woche Vollzeit hier arbeiten. Genau, und hier dann die Jugendleitung weitermachen mit der Sarah, genau, und Team. Herr, ich danke dir für Timon. Ich danke dir für sein Leben, für sein dienendes Herz, sein Herz, was wirklich Reich Gottes sucht und uns imstande ist, einfach auch uns dafür zu begeistern, uns mitzunehmen. Danke dafür, dass du jetzt eine besondere Zeit ihm schenkst. Dieses halbe Jahr in Oslo soll wirklich eine Zeit sein, in der er starke Begegnungen mit dir hat, dich besser und ganz tief hinein kennenlernt, Intimität mit Gott besser kennenlernt. Und ja, sein Leben wird bereichert dadurch. Wir proklamieren das über diese Zeit. Es wird eine Zeit sein, in der er reich beschenkt wird und einfach stark wächst in dieser Beziehung mit dir, aber du setzt ihn dort auch zum Segen. Es wird werden Ströme lebendigen Wassers von ihm fließen, es werden Menschenleben berührt werden, es werden Menschenleben freigesetzt werden für dich, dein Reich und durch ihn wachsen. Er wird einen Unterschied dort machen und du wirst ihn vorbereiten, auch für das, was du vorhast, durch ihn und durch sein Leben hier in Augsburg auch wieder zu tun. Danke, Herr. Du wirst ihn reich beschenken und ihm stark begegnen. Wir stellen ihn unter den Schutz des Blutes Jesu und wir segnen ihn mit einer starken Zeit dort. Danke, Herr. Amen. Ihr dürft auch gerne ihm, ich meine, das ist eine Eigeninitiative von ihm und dort braucht er auch Finanzen. Ihr dürft gerne ihm auch was zustecken und ihm einfach damit ermutigen, im Reich Gottes sich hinein zu investieren. Und jetzt wollen wir nochmal aufstehen und ich möchte euch den Segen zusprechen. Und ich segne dich mit diesem Bewusstsein, wer du bist in Christus. Du bist eine wertvolle Tochter, du bist ein wertvoller Sohn, du bist von königlichem, göttlichem Geschlecht, von königlich-priesterlichem Geschlecht. Und Gott hat wunderbare Gedanken über dir, über deinem Leben. Gott liebt dich, Gott schätzt dich. Und ich segne dich mit diesem Bewusstsein, wer du bist in Gott. Und die Freude Gottes, der Friede Gottes, die Liebe Gottes sei mit dir, die Gnade Gottes. Diese ganze Woche begleite sie dich. Und ich segne dich auch mit der Freude daran, so ein Kind Gottes zu sein. Amen. Told me, always keep your head up.